Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Sinusfunktion und Kosinusfunktion. Im folgenden Beispiel wird die Sinusfunktion als Schwingungsfunktion interpretiert. Lies dir bitte die etwas längere Angabe in Ruhe durch. Wir suchen also korrekte, wahre Aussagen zu Amplitude und Kreisfrequenz. Vorsicht! Es handelt sich um kein klassisches Beispiel 2 aus 5. Wir wissen also von vornherein nicht, ob weniger, gleich oder mehr als zwei Antworten richtig sind. Wir müssen also sämtliche 5 möglichen Antworten einzeln durchgehen und überlegen. Beginnen wir bei Nummer 1. Die Amplitude von G ist dreimal so groß wie die Amplitude von F. Die Amplitude ist die größte Auslenkung einer Schwingung. Es ist in unserer Funktion der Maximalwert. Der Maximalwert unserer Funktion f ist 1. Der Maximalwert der Funktion g, wie wir deutlich ablesen können, ist 3. 3 ist eindeutig das Dreifache von 1. Die Aussage 1 stimmt also. Und wir können sie entsprechend ankreuzen. Aussage Nummer 2 lautet, wenn wir die Kreisfrequenz von f verdreifachen, so wäre der neue Graph mit jenem von G deckungsgleich. Erhöhen wir die Kreisfrequenz von F, kommt es tatsächlich zu einer Stauchung von F in X-Richtung. Allerdings ist das Verhältnis aus den Periodenlängen von F und G 2 zu 1 und nicht 3 zu 1. Also ist der Faktor nicht 3, sondern 2. Aussage Nummer 2 ist also falsch. Aussage Nummer 3. Die Kreisfrequenz von f beträgt 1. Die Frequenz einer Schwingung ist die Anzahl der Schwingungen und damit die Anzahl der Perioden in einer Sekunde, beziehungsweise bei einem Diagramm wie unserem, wo die x-Achse gegeben ist und keine Zeitachse, ist es die Anzahl der Schwingungen im Bereich von 0 bis 1 auf der x-Achse. Die Kreisfrequenz dagegen ist die Anzahl der Schwingungen von 0 bis 2 Pi. 2 Pi ist der Winkel eines vollen Kreises, daher Kreisfrequenz. Und wenn wir das einfach nur durchzählen, von 0 bis 2 Pi hat unsere Funktion f genau eine Schwingung, eine volle Periode. Die Kreisfrequenz ist daher tatsächlich 1. Aussage Nummer 3 ist also richtig. Widmen wir uns Aussage Nummer 4. Die Kreisfrequenz von G ist doppelt so groß wie die Kreisfrequenz von F. Dazu habe ich bei Aussage Nummer 2 schon etwas gesagt. Tatsächlich ist die Kreisfrequenz von G größer als die Kreisfrequenz von F, weil wir pro Abschnitt mehr Schwingungen haben. Und das Verhältnis der Periodenlängen ist 1 zu 2. Das Verhältnis der Kreisfrequenzen entsprechend in umgekehrter Reihenfolge ebenfalls. Also wir haben tatsächlich bei G eine doppelt so große Kreisfrequenz wie bei F. Und schließlich Aussage Nummer 5. Eine Veränderung des Parameters A bewirkt eine Verschiebung des Graphen der Funktion in senkrechte Richtung. Der Parameter A ist allerdings eine multiplikative Konstante. Eine multiplikative Konstante führt zu einer Streckung der Funktion in y-Richtung. Zu einer Verschiebung würde es nur dann kommen, wenn a additiv wäre. Also ist diese Aussage falsch. Die drei bereits gefundenen Aussagen sind daher die korrekten. Und damit ist das Beispiel gelöst.